Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich bin euer Firogo und. Okay, wir reiten erstmal gegen den Baum. Nice. Ne, man hat das keine Folgen wie bei einem gewissen anderen Spiel, ne? So, ja, Orikakos haben wir alles auf der Insel fertig. Ich schon mal bei dem Typen vorbei, weil wir haben ja jetzt seine Banditen gekillt. Wenn mich jetzt nicht täusche, ne? Irgendwie so. So. Ne, ja, wir müssen die Banditen auch töten. Ups. Müssen die noch töten. Hallo. Ich komm mal rein. Was sagst du dazu? Ah, schön, ich hab das Ding kaputt geschlagen. Ja, er liegt. Naja, durfte das jetzt halt. Nein, wollte ich nicht. Durfte es halt das Ding kaputt geschlagen haben. War nur Loot gewesen. So, Pferdchen. Oh, Pferdchen ist wieder zu langsam. Pferdchen ist immer zu langsam. Pferdchen ist immer noch zu langsam. Jetzt sind nicht mal. So. Wölfe. Das ist noch ein Lager, okay. Dann gucken wir uns jetzt mal das Lager. Naja, ich weiß, das sind Kopfgeldhaini in der Nähe. Juckt mich aber nicht. Hier ist ja gut, ich gehe ja schon. Mann, immer diese nervlichen Leute. Ups. Was, er kann nicht mehr? Die? Da kommt diese Einblendung jedes Mal, wenn man Balken dem Bild entspricht oder was? Das ist doch gesehen. Aber der falsche Mann getroffen haben. Na egal. Aua. So. Bumm. Erledigt. Neue Quest. Okay. Aber wahrscheinlich, weil wir die töten sollen. Wir haben es schon getan, deswegen haben wir die Quest schon bekommen. Würde ich jetzt so auf Anhieb vermuten. Na gut. Dann noch ein bisschen Loot. So, dann hatten wir hier noch irgendwo was, ne? Genau. Aber das ist natürlich sehr gerade mit den Wölfen am Kämpfen. Macht der meine Arbeit? Ne, natürlich nicht. Schade. Oh, hat abgeschlossen. Ach, hat hier. Hat sie doch anscheinend alle getötet. Alles klar. Sind sie ernsthaft die alle getötet? Ja, hat für mich das Alpha-Tier erledigt, lol. Ja, GG. Ich meine, wie viele Wölfe waren das von? Ich glaube, das ist so ein schöner Bogen für mich, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und mit einem Flammenschwert. Aua! Aber ich bin tot. Nein, erst. Puh, das war ultra knapp. Holy shit. Ich dachte, ich gehe drauf. Bogen des Hades. Nice. Schauen wir da gleich mal. Also erstmal hier kaputt machen. Die
ganzen Schrott, den wir hier haben. So, kann ich machen. Das können wir noch machen. So, das war's, so hier. Bogen, das alles. Einfache Pfeile werden zu Brandpfeilen. Oh, oh, Feuerbogen, cool. Gefällt mir. So, was haben wir hier noch? Ein Drachmenbeutel, soll ich uns abgeben. So, hier, das kann weg. Oh, hier ist ein bisschen mehr. Oh, Sache Leder und so weiter. Wären wir nicht, wenn wir keine Probleme mit haben. So, sehr schön. Söldner, da sind wir nochmal einen Rang aufgestiegen jetzt. Als nächstes kommt der Verratene. Aha, okay. Gut. Wir sehen zwar ein bisschen dulli aus mit unserem Helm so. Und der Gruppe freigeschalten. So, wir haben noch Militärlager. Das haben wir schon komplett erkundet, oder wie? Ist noch ein Schatz. So. Ich würde mal gerne da oben hinwerfen dürfen. Aber es geht ja irgendwie nicht. Gefühlt. So, wir den töten. Sollten wir unser Kopfgeld los sein, by the way. So, da ist keiner. No. Um den Löwen kümmern wir uns später. Ja, ich will nicht, danke. Zack und Kopfgeld entfernt. Deswegen habe ich ihn jetzt letzt getötet. Einfach mit dem Wegkunden, dass ich dann kein Kopfgeld mehr habe. So, ist mein einzigster Bewegung, der jetzt stück ich da fest. Cool. Danke, Spiel. Das klappt manchmal echt super. So, wow, was Blaues. Na, Löwe. Alles gut. Scheinbar schon bei ihm. Gut, haben wir das erledigt. So, dann hätten wir hier noch die Quest mit dem Philosophen reden und dann hätten wir noch den hier. Snow 42 und du bist 47 schon. Der ist halt ein bisschen hart. So. Ein bisschen. So, da haben wir noch eine Schatztruhe, die können wir uns auf jeden Fall. Aber müssen wir noch einen Vogel holen. Okay. Genug Beschäftigung noch für die Folge. Würde ich sagen. Und vor allem, wenn wir hier das alles schon kennen, das ist nämlich ganz cool. Finde ich. Oh nein. Er hat geklaut. Okay, war ja der Ort der 50 Millionen Truhen. Ich erinnere mich. So, was war hier? Da oben? Ah, oh, das ist die Statue da hinten. Ups. Hier bin ich falsch. Ich vermute mal, dass ich irgendwo Tafel finden muss. Ach
Achso, ich muss gar keinen Tag finden. Hilfe! Oh, Level 43. Wie schnell ist denn der Typ? Ein Pünktchen. Oh, das passt schon. So, hier sind auch noch überall Kisten. Holy shit. Warum sind hier so viele Kisten? Oh. Oder? Ah, ist doch hier. Ja, ich drücke C, Cassandra immer noch. Ey. Machen soll er. Oh nein, er hat geklaut. Sie hat geklaut. Hallo. Ja, da will ich zwar nicht hin, Cassandra, aber gut. Ich will einfach nur da hoch. Ja, da ist ein Typ, der mich verfolgen will. Wir gehen mal zum Vogel. Synchronisation und so. Und das ist eine Kiste. Ah, ich bin am Philosophen vorbeigelaufen. Das gibt ja auch noch dazu. Ups. Was ist denn der Philosoph da vorne? Ups. Sei gegrüßt. Brauchst du Hilfe? Ist Gewalt der natürliche Zustand der Menschheit? Gibt es so etwas wie Frieden? Oder ist das nur die Stille zwischen den Angriffen? Ich ziehe das Kämpfen dem Nachdenken darüber vor. Komm zur Sache. Oh, natürlich. Ein starker Anführer stirbt und ein schwacher, bösartigerer steigt auf. Der Befehlshaber des Lagers hier ist tyrannisch und grausam geworden. Er und seine Soldaten sollten die eine oder andere Wahrheit verinnerlichen. Du willst, dass ich all diese Athener töte? Kann ich auf dich zählen? Die Götter sind dir hold. Ich habe es schon erledigt. Ausgezeichnet ausgeführt. Ich glaube, das gehört dir. Ein ganz normaler Tag. Alles klar, Gedanken unter. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich habe keinen Bock, gegen die Typen zu kämpfen. Müssen wir da wahrscheinlich hin. Ja, ich weiß, da ist ja einer. Juckt mich nicht. Teletata, genau. Teletata. So, und Synchronisation. Sehr schön. Atheas Wacht. So, dann haben wir noch einen Schmied und noch eine Kiste, die wir haben. Oh. Ja, wäre schön, wenn ich. Wäre schön, wenn du runtergehen würdest, Cassandra. Danke. Dass er uns nicht sieht. Wäre ganz schön. Dann gehen wir dann schon zum Bettler zurück, ja, und dann haben wir das auch erledigt. Ich nehme an, du hattest Erfolg. Bedien dich ruhig. Was mein ist, ist dein. Bitte. Ich helfe doch gern. Na, 1000 Drachmen. Da frage ich mich, sind 1000 Drachmen eigentlich viel? Ich denke mal schon eigentlich, oder? Da frage ich mich, wie kommt der 1000 Drachmen, wenn er nur ein Bettler ist. So, da kann man noch eine Quest abgeben. Mal fragen, was ist die Kiste hier? Würde ich sagen. Jetzt wieder zurückgelaufen. Alles klar, das Huhn ist ein Killerhuhn. Okay. Das wollt ihr jetzt von mir?
Du ernsthaft? Wieso greifst du mich jetzt an? Nell? Alles klar, warum mein Auftraggeber mich plötzlich angreift? Ja, Pferd, wäre schön, wenn du reiten würdest. Ist ja, glaube ich, zu viel verlangt. Was haben die Leute los? Komm schon. Scheinbar schon. Kann er sich nicht einfach verpissen? Geh doch da einfach. Wow. Sie kann jetzt nicht darüber klettern. Darüber ausgerechnet kann sie nicht klettern. Oh, hier fertigen sie ihre Statuen und alles an. Sehr schick. Kannst du jetzt nicht mehr verpissen? Mein Gott, du nervst. Du bist zurück? Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Hier, du hast es dir mehr als verdient. Dieses Leben hat dir nicht viel zu bieten, aber an Bord meines Schiffes wartet ein neues Leben auf dich. Komm zu uns. Wir brauchen jemanden wie dich. Eine Gelegenheit, meine Waren in Häfen entlang der ganzen Ägäis zu verkaufen? Wann setzen wir die Segel? Alles klar. Der will auf jeden Fall mit. Ja, wahrscheinlich war das aber nur ein Billo. Ja. Komm, vor allem sieht jetzt wieder so aus. Das sollte mal anders aussehen. So, die haben wir jetzt zugeteilt hier teilweise, ne? Schon. Gut. Können wir hier was machen noch? Ja, für uns ein bisschen Holz, würde ich sagen. So, was haben wir hier noch Schönes? Den da. Schon mal. Einen neuen Bogen noch. Ja, weg damit. Hier, Billo-Rüstung kann auch weg. Noch mehr Billo-Rüstung. So. Fähigkeiten, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt, ne? Ja. Wir haben einfach den hier. So. Der Verratene, der sitzt vor uns. Und der ist auch noch vor uns, aber der ist ein bisschen vom Level zu hoch. Gut, denkt an die Händler. Ich hier denkt an die Kinder. So, ich will zu dem Schmied da hinten. Was ist der Typ mir im Weg? Ach, Holz. Cool. So. Kann er sich jetzt endlich verpissen oder? Muss ich mir weiter auf den Sack gehen? Was ist noch was Schönes für mich? Oh, Holz. Das nehmen wir doch gerne mit. Ich glaube, von den Metallen weiß ich gar nicht, ob wir da noch was von brauchen. Zack, danke schön. Sonst hat er auch nichts Tolles. Auch kein Reitpferd oder so. Ne? Schade. Ja, danke, danke. Dir auch. So, wir sind dann mit der Insel eigentlich fertig, ne? Würde ich sagen. Ja gut, ich könnte hier noch mein Kopfgeld lösen. 1000 Kopfgeld. Oh. So, eigentlich würde ich gerne in die nächste Insel erkunden. Die wird ein bisschen mehr. Ja. Ihr seht ja dann alleine in der Orikalkos, wie viel das ist. Weil ich ein bisschen gemein finde hier. Das ist einfach ein Orikalkos mitten im Meer. Das scheint ein bisschen tricky zu sein. So, hier war auch schon alles soweit gemacht. Da müssen wir noch hin. Hier war noch was. Ja, aber wir dachten, ich denke mal, wir haben jetzt. Ja, okay. Das werden die großen Brecher sein, diese beiden Kontinente. Aber sonst so von den kleinen Inseln her und so weiter, das wäre ich recht gut dabei, denke ich mal. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns einfach die mit denen hier anfangen.
So, wir wollen zurück zu unserem Schiff, dass nicht mehr über die Leute drüber fallen, sag ich mal, über die blöden Söldnern. So, vor allem haben wir auch bald ein Level erreicht, wo ich schon sagen kann, ey, lass uns mal zurück in die Arena gehen. So, wir müssen irgendwo noch da, ne? Macht euch bereit zum Ablegen! Willkommen zurück! Ja. Was? Volle Fahrt! Wir wollen nicht raus. Endlich. So, aber echt, die Inseln sind tatsächlich auch so ein schönes kleines Feature. Kleine abgeschottene Bereiche für sich. Segel einholen! Warum? Los geht's! Segel! Hier war aber jetzt kein, ne? Ja, das könnte. Doch. Geschwächt. Aber wo ist die der Kampf dafür, sag ich mal? Ja, da sehen wir es ja, ne? Ah, da aber. Okay, es ist doch einer unter der Dingsums, aber es gibt keine Schlacht darum. Okay. Das ist noch eine legendäre Truhe, ist auch noch eine legendäre Truhe. Das ist doch schön. So. Ja, ist aber noch ein anderes Schiff. Sieht wertvoll aus. Auf was wir jetzt was passiert ist. Schiffswrack von Hui, lass mal hier gucken. Aber wir können solche Schiffe echt nicht versenken. Das ist nicht möglich. So, hier mal Schiffswrack. Zwei Kisten. Ich wollte schon sagen, keine Eier oder was? Natürlich, ein Ei ist hier unterwegs. Oder auch nicht. Der Ei will anscheinend nicht. Nur zum Recht, wenn der Ei nicht will. Dann habe ich meine Ruhe. Zack, zack. Ja, wäre schön aufsteigen würde, das Mädchen. Ah, da war noch ein Kalkos, siehst du mal. Ja, ich will da gerne hin, danke. So. Das war's dann schon. Da ich schon noch nicht zurückzukommen, das ist doch neu. Wir sind ein paar hier. Ja, wir sind schon 43, sehe ich gerade. Ups. Ist echt schon krass weit, ne? So. Dann haben wir das, das. Dann würde ich sagen, holen wir uns den als nächstes. Die Insel haben wir nicht mal entdeckt, ey. Lol. Ist da noch Dinger? Ja, dann kämpfen wir uns hier. Die Insel machen wir, dann machen wir die Insel. Dann machen wir die hier oben. So, können wir. Hier Twitch, das gehört zusammen, das gehört zusammen. Könnten wir überlegen, vielleicht machen wir die Insel dann zuerst, bevor wir dann hier weitermachen. Weil hier sind nämlich auch ein paar Aufgaben noch, deswegen. Hier ist auch noch was. Und hier auch. Ja, da muss ich echt gucken wegen den unentdeckten Orten so. Wie ich das mache. Was ist mit dem da? Guck mal, es wandert immer mit. Interessant. Das wäre so aus der Erde rausgeschossen, so weißt du. Na gut. So, da ist unser nächstes Ziel. Zack. Schwimm, Cassandra, schwimm. Zack. So. Hoppa.
Ups. Ups. Sehr schön. So, hier gibt es nochmal ein Vögelchen für uns. Das ist klare Wasser einfach. Ultra cool. Naxos. Haben wir entdeckt. Sollen wir hier nur sagen. Da gibt es auch nochmal ein paar Punkte für. Sehr schön. Am Ende laufen wir sonst einmal um die Insel rum. Für die Orikalkos, weil, ja, Aufgabe von 5 Minuten ist das. Bei so einer kleinen Insel, was ganz schön ist. Ah, Piratenstrand, alles klar. Es gibt FKK-Strände, es gibt normale Strände und es gibt Piratenstrände. Ich kenn's nicht. Ja. Blau, blau, grau, grau. Bello halt. Was war das schon wieder für ein Bug? Ja, ich befreie dich, komm. Und da du Antena bist, stirb. Piratenstand abgeschlossen, yay. So, dann können wir hier die. Da sind da noch welche. Ach, selbst das Ding ist in mehrere Teile aufgeteilt, ernsthaft? Das ist so eine kleine Insel hier. Naja, egal. Die ist halt in mehrere Teile aufgeteilt. Tja. Blöde Sau, du. Ja, blöde Sau, weil es halt eine Sau ist, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich würde hier irgendwie Tiere beleidigen wollen oder so. Im Wasser? Nee. Am Strand, beziehungsweise an der Brandung direkt. Sagen wir nach Piratenhaus, würde ich sagen. Oh, das ist eine Höhle. Würde ich sagen. Ja, da ist auch noch Rikakos drin. Zack. Zack, was ist das denn hier? Ist rostender Stein oder was? Also, was haben wir denn hier drin? Oh. Aha. Der hat sich gedacht, ich chill hier mal den Rest meines Lebens. Sehr chilliger Spot. Ja, chillig war auf jeden Fall. Ist auch cool. Boah, ja, ich krieg echt Lust, Urlaub zu machen. War richtig hart Urlaub. So. Da wäre der nächste Punkt. Hier ist noch ein Strand, ist was. Zack. Kleiner Salto. Hm. Oh, da kämpft ein Bär. Kaltosbucht. Sind zwar als Piraten, sieht es ein bisschen nach Spartiaten aus. Oh, der Bär hat ein Bildschirm gelegt, okay. Wollen wir es gegen alle anlegen? Wenn ich erwischt werde. Na komm. Ach, das waren ja diese Feuerschlampen, mal schön am Tisch. Komm her, Junge. Mädchen. Na, Bär. Oh, der macht Feuer. Kommt ihr denn jetzt her? Alles klar. Wollt ihr mir noch die Kills klauen oder was hier? Ja, weg.
zack, 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 zack. So, haben wir die auch. Sehr schön. Holy shit, was war das denn jetzt hier? Da tauchen irgendwelche Typen auf. Sehr merkwürdig. Ich war sehr verwundert. Verwirrt und verwundert. Schön, dass der Baum im Wasser wächst. Oder wie gesagt, im Meer. Also ein schöner Spot. Ja, ich würde gerne tauchen, danke. Cooler Spot hier. So, das war direkt noch eine Höhle. Aus der Höhle, Mann. Höhle am Berg Zars. Aha. Bin also jetzt am Berg Zars. Okay. So. Da noch eine Stadt oder so. Ich darf hier sein. Nur eine Festung noch bekommen, okay. Bekommen, gefunden meine ich. Ah, Platz, Tasche, hier Loot sammeln. Okay. Zack, zack, zack. Hallo. Du sollst runter, Mädchen, runter. Ich drücke C. C heißt runter, falls du es noch nicht weißt. So, hier ist Sperrgebiet scheinbar. So, hier sind glaube ich auch Leute. Ja. Und zack. Ich finde diese komische Suppe. Ich mag die Suppe nicht. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Da geht auch nichts mit. GG. Naja, sollte mir recht sein, ne? Ist nichts mitkriegt. So, da oben hätten wir noch einen Weg. Hier haben wir noch einen Weg. Ich weiß nicht, wo was hingeht. Aha. Wir erkunden weiter. So, 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 wir lassen die mal. Wie schnell Instant der hier seine Waffen gezogen hat, ne? Die Typen sind, die Kollegen sind nicht mal umgefallen. Aber er hat schon die Waffen gezogen und nach mir geschlagen. Na guck mal, das ist die legendäre Truhe, glaube ich. Mal das Rätsel haben gefunden und hier der Schatz. Oh, nochmal ein schöner Bogen. Höhle am Berg Zars abgeschlossen. So, hier ist noch ein bisschen was. An der Decke am Hängen. So. Ja, wäre schön, wenn du runtergehen würdest, einfach Cassandra. Ich drücke die ganze Zeit C, ne? Ich hasse das. Wenn du C die ganze Zeit drückst, dann sie macht einfach nichts. So, dann wieder hier lang. Zack, 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 dadurch. So, kommen wir hier lang. Ich weiß, ein paar Steinchen, die sind mir egal. Man sagt, Zeus wuchs in diesen Höhlen auf. Echt? Zeus wuchs in diesen Höhlen auf.
Wenn ihr daran glaubt. Prost Mahlzeit. Was? Ihr seid einer 44.000 Schaden gekriegt? Bin ich denn hier? Ich sehe gar nichts, weißt du? Ah, einen Roykalkos bekommen, cool. Da hat man noch eins und da hat man noch eins. Tja, wo sind wir jetzt rein? Warte, wir sind hier rein, ne? Jetzt schon hier, lol. Okay, gut. Zu wissen. Von welcher Seite kam ich denn jetzt? Das weiß ich gerade nur nicht. Ich kann mal hier hin. Zwei ist Überblick, okay. Na, hier war ich eigentlich noch nicht. So. Wo komme ich denn hier raus? Denke ich mir gerade nur. Ja, schön. Da ist Ausgang, je. Wir sehen endlich Licht. Schön, dass er den nicht mitgenommen hat. Danke. Obsidianglas, yay. Endlich wieder Tageslicht. Wuhu. Wir haben es geschafft. Er ist still alive. So, da oben ist noch ein Senno-Punkt. Warte, hier sind noch ein paar Rekakosse, ne? Da haben wir einmal eins. Ist da oben. Dann können wir uns den Sendepunkt auch noch holen, eben schnell. Und dann wollen wir das machen in der nächsten Folge. Komm, das in der nächsten Folge. Sehen wir uns da wieder. Also haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power of social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. I'm just living by tradition and I die for my respect. And I die for my protection. You might die for disrespect and I'm not afraid. Last time I checked, turned on just in case we racing. I was already in the third gear by the time they was hating. Who gon' be the feel for me when I make it? Started off in the trenches. How I'ma ever go pop? Already on the moon. Already with the goon. Already on shroom. I'm already on Easter. I'm already as a teacher. Well, it's for the
I'm not afraid of the dark.